Der Einreisekrimi um den Tennis-Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic in Australien geht in die Verlängerung. Nach dem Entzug seines Visums durch die australische Grenzbehörde logiert der Serbe bis auf Weiteres in einem staatlichen Quarantänehotel in Melbourne. Djokovic hatte wegen seines von ihm geheim gehaltenen Impfstatus eine medizinische Ausnahmegenehmigung vorgelegt, die als unzureichend eingestuft wurde. Für ihn gelten die gleichen Regeln wie für alle anderen. Ich möchte auch betonen, dass letztendlich der Reisende die Verantwortung trägt. Der Reisende muss seine Fähigkeit, im Einklang mit unseren Gesetzen ins Land zu kommen, demonstrieren können. Die nächste gerichtliche Anhörung im Fall Djokovic ist laut australischen Medienberichten für Montag geplant. Vor seiner Unterkunft gab es vielfältige Sympathiebekundungen. Warum haben Sie es ihm nicht gesagt, bevor er nach Australien kam? Warum jetzt? Es gibt so viele Fragen. Andrew und Scott Morrison, was macht ihr mit uns? Ich bin stolz darauf, dass ich Australierin bin. Ich bin seit fast 26 Jahren hier und ich liebe Australien, aber was ihr jetzt macht, ist eine Schande für euch. Ich vertrete hier all die Menschen, die für die Freiheit kämpfen, sei es für Flüchtlinge, sei es für Novak, sei es für die Menschen im Allgemeinen, die es satt haben, eingeschränkt zu werden. Und für die Freiheit im Allgemeinen. Wissen Sie, es ist unser Körper, unsere Entscheidung. Nicht nur Proteste wie in Melbourne, sondern einen Aufschrei gab es in Serbien. Präsident Aleksandar Vučić erklärte nach einem Telefonat mit Djokovic, der beste Tennisspieler der Welt sei Schikanierungen ausgesetzt.